Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir ein Nintendo 3DS bzw. Nintendo 2DS Spiel aus, und zwar Captain Toad Treasure Tracker. Kam vor einiger Zeit nochmal raus, jetzt im Juli für die Nintendo 3DS und die Nintendo Switch. Ich habe mir das nochmal für die Nintendo 3DS geholt, weil für die Nintendo Wii U war das Spiel für mich immer ein Geheimtipp, weil es war echt ein tolles Spiel. Was hier gefehlt hat, war der Koop-Modus. Bei dem Switch-Teil gibt es so ein, ja, sowas wie ein Koop-Modus, aber kein richtiger. Also man kann dann halt als zweiter Spieler Hinweise geben, wo die Schätze sind. Aber leider muss man die Spiele weiterhin alleine so spielen mit Toad oder Toadette. Und ich fand das auf der Wii U immer geil und musste halt auch den 3DS-Ableger haben. Vielleicht hole ich mir später mal auch für die Switch, wenn ich eine Switch habe. Hier steht, enthält neue Levels inspiriert vom Super Mario Odyssey. Das Ganze ist ab 6 Jahren freigegeben wie die Wii U-Fassung damals. Und ich finde, dass die Nintendo Wii U-Fassung schon schön aussieht. Die 3DS-Fassung sieht für 3DS-Verhältnisse gut aus und die Switch-Fassung sieht ein bisschen farbiger aus und schärfer. So sieht das Cover aus von der Vorderseite. Hier steht noch kompatibel zu 2DS XL und 2DS. Auf der Rückseite haben wir dann das hier stehen. Hier steht dann Captain Toad auf einer abenteuerlichen Schatzjagd. Was steht da noch? Geht auch mit Toadette auf Schatzjagd. Ja, und das Ganze ist Amiibo unterstützbar. Man kann auch diese Amiibos von dieser Hochzeit von Mario Odyssey benutzen und dann Sachen freischalten direkt. Aber man kann die auch freispielen, was ich sehr gut finde. Das sind diese DLCs, die ich immer lobe von Nintendo, weil man kann sich die Amiibos kaufen und sie benutzen, hat dann noch was Schönes für das Regal, aber man kann die Sachen auch freischalten. Das mag ich sehr gerne. Ja, das Spiel hat für den 3DS, habe ich 38,99 bezahlt. Ich glaube, die Switch-Fassung kostet 49,99 und die Nintendo Wii U-Fassung, wenn ihr eine Wii U habt, 29,99 so im Dreh rum. Aber hier sind halt die inspirierten Levels, die gibt es bei der Wii U nicht. Dann haben wir hier die Karte. Kann sein, dass die Bildqualität jetzt nicht so gut ist, weil es ist halb 10. Es ist zwar noch hell, aber nicht mehr so hell. Und meine Stimme hört sich etwas kratzig an. Das liegt daran, dass ich was trinken müsste. Aber ich hatte heute einen langen Tag, erst arbeiten. Und da waren wir noch beim Tierarzt, weil mein Meerschweinchen krank ist, eins von den beiden, und ich hatte echt Sorgen, dass es stirbt. Jetzt hat es eine Spritze gekriegt, Antibiotika und so ein Aufpäppelzeug. Jo. Jetzt geht's ihm gut, es ist gerade ein bisschen. Ja, aber bei der Hitze bleibt das auch nicht aus. Die sind doch schon was älter, ich weiß, dass sie nicht mehr lange leben werden. Ich habe die einfach meiner Nichte damals übernommen, weil sie sich da nicht mehr um gekümmert hat, und ich wollte die Armen nicht einfach so ehen und sich vorhin recken lassen und habe die gerne aufgenommen. Jetzt sind es halt meine Jungs. Und ja, hier seht ihr nochmal Captain Toad als Figur, als Lampe. Gab es damals im Nintendo Shop, in diesem Nintendo Club Shop, sage ich jetzt mal. Und den gibt es ja leider nicht mehr so, wie man ihn kannte. Und da, das war mein Unboxing zu diesem Spiel. Wenn ihr die Switch-Fassung gespielt habt oder die 3DS-Fassung oder die Wii U-Fassung, wie findet ihr das Spiel? Ich liebe dieses Spiel und freue mich auf die neuen Levels, allgemein auf das Spiel. Und egal für welche Plattform, ich kann es euch empfehlen. Wenn ihr noch eine Wii U habt und das Spiel noch nicht, holt es euch, das ist echt ein Geheimtipp, wie ich finde. Und wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Euer Gavatrons, bye!